Moin, Willem. Moin, Puttwagen. Moin, Paul, na, alles klar? Willem, alles klar an Bord. Tschüss. Gute Wache. Danke, tschüss. Na, Puttwagen, alles klar? Alles klar. Du, Willem. Ja? Du warst doch in Urlaub, ne? Mhm. In Spanien? Nee, in Italien. Aber letztes Jahr warst du in Spanien, nicht? Mann, Puttwagen, war mein ganzes Leben noch nie in Spanien. Hm. Denn musst du doch eigentlich meinen Bruder kennen. Wieso das denn? Der war auch noch nie in Spanien. Bell. Guten Tag, Frau Harms. Grüß Sie Gott. Na, wie geht's? So nicht. So geht es jedenfalls nicht. Was bitte geht nicht, Herr Klingbeil? Hören Sie, gute Frau. Ich als Hausmeister. Schließlich habe ich hier die Verantwortung. So ist es. Die will Ihnen ja auch niemand nehmen. Ja, dann müssen Sie auch einsehen, dass das so nicht geht. Sehe ich ja ein, sehe ich vollkommen ein. Nur, wovon reden Sie denn eigentlich? Wovon ich rede? Von den Hund? Aha. Ich verstehe. Von den Hund. Von welchem Hund denn? Den Hund, den Ihr Fiete im Keller hat. Aha. Der Fiete hat einen Hund im Keller. Ja, und wo das seitens der Hausordnung strengstens untersagt ist. Recht haben Sie, Herr Klingbeil. Aber wo soll denn der Junge den Hund herhaben? Das fragen Sie mich? Das frage ich Sie als Mutter und Erziehungsberechtigte. Wissen Sie was, Herr Klingbeil? Wenn wir es beide nicht wissen, dann schauen wir halt mal nach, gell? Knut, na, so bellschern wäre das nichts mit uns beiden. Ich krieg dich doch wieder weggenommen. Hier im Haus darf man keinen Hund haben. Und mein Vater will das auch nicht. Wo soll ich denn bloß hin mit dir? Ja, Herr Klingbeil, wo haben Sie ihn denn nur gesehen? Komm schnell! Komm, Hundchen, komm! Wo steckst du denn? Komm her, Hundchen! Na komm, komm! Das kann doch nicht sein. Ulla! Hey, Ulla, warte doch mal! Werner! Tag, Ulla! Wo kommst du denn her? Oma, wäre ich an dir vorbeigefahren. Ich denke, das ist doch Ulla. Jetzt ist es tatsächlich. Mensch, dass du mich gleich wiedererkannt hast. Wir haben uns ja seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Was machst du denn so? Oh, ich arbeite da draußen. Blankenese, in der Tankstelle. Ist eine kleine Werkstatt dabei. Komm ganz gut zurecht. Ja, hallo. Das sehe ich. Eigenes Auto? Ja. Totschick. Und du? Och, immer noch dasselbe. Na und sonst? Was macht denn dein Bruder? Karl? Ja. Der ist dritter Offizier geworden auf dem Frachter. Mann, wie die Zeit vergeht. Du bist ja auch richtig erwachsen geworden. Ja. Hast du schon einen festen Freund? Dafür, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, bist du ganz schön neugierig. Man wird doch noch mal fragen dürfen, ne? Du, ich habe keine Zeit. Ich muss zu einer Freundin arbeiten. Komm, ich bring dich hin. Nee, lohnt sich nicht. Ist gleich um die Ecke. Tschüss, Werner. Tschüss, Ulla. Lass dich doch mal sehen. Ja. Du, ich ruf dich mal an. Ja. Grüß deine Eltern. Ja, mach ich. Tschüss. Anna. Grüß dich. Vater ist da? Ja, gerade gekommen. Tag, Vater. Tag, Major. Soll ich euch ein Bier bringen? Ja, gern. Ja, gern. Du, Willem, sag mal, hier steht,
Der Transport von großen Gütern über weite Seestrecken mit Windkraft ist nach wie vor der rentabelste. Oh, Vater, so Tüterkram kann doch gar nicht angehen. Das steht hier aber so. Oh, Vater, wo ist denn den Schmöker wieder her? Da, von dein Regal. So? Na, dann muss ja stimmen, ne? So. Schlimmer nicht. Danke. Du, Wilhelm, das ist heute gekommen. Rechtsanwalt Malsen. Wer von unserer lieben Familie hat denn nur wieder was ausgefressen? Ja, mach ihn halt auf. Wüsste ich gar nicht. Ich hätte Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Was kann denn das wieder sein? Du hast auch nichts angestellt. Angestellt? Was soll ich denn angestellt haben? Bestimmt wieder wegen Vierter, bestimmt wieder eine Fensterscheibe auf dem Gewissen. Ja, herein! Ach, freut mich, Sie begrüßen zu können. Malsen. Hamsen. Hamsen! Ach, dann sind Sie also der berühmte Herr Hamsen. So. Wieso habe ich berühmt gesagt? Ah, ja, es war ein ganz kleiner Scherz von mir. Bitte nehmen Sie doch ab. Ich meine, Sie sind doch Herr Hamsen. Ja, Herr Doktor. Ja. Na, worum geht's denn? Ja, Sie machen so ein gutgläubiges Gesicht. Sie haben doch nicht etwa ein böses Gewissen? Oh. Na ja, bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke. Das, Herr Hamsen, kennen Sie eine Frau, eine Frau, na Gott, nochmal ist wieder alles durcheinander, Frau Schneider, ach Gott, die heiratet ja heute. Ja, da ist es ja, Frau Magdalene Steinsieger, geborene Winter. Wie heißt die Dame? Magdalene Steinsieg, geborene Winter. Nee, kenne ich nicht, nie gehört. Wer soll denn das sein? Erinnern Sie sich da wenigstens an den 11. Oktober 1936? 1936? Ja, ja, 11. Oktober 1936. Nee, das ist ja über 30 Jahre her, keine Ahnung. Ach, da ist es ja. Sie waren doch von 1934 bis 37. Als Seemann bei der Meyerhead-Reederei in Bremen angestellt, nicht wahr? Ja, ja, da hatte ich eine feste Heuer. Da bin ich fast die ganze Zeit auf den Neptun gefahren. Na, Gott sei Dank, jetzt kommen wir der Sache doch langsam etwas näher. Ich habe nämlich gleich einen wichtigen Termin, müssen Sie wissen. Herr Hamsen, haben Sie nicht mal die Lebensrettungsmedaille bekommen? Ach so, ja, die habe ich mal gekriegt. Muss so 36 gewesen sein. Nein, es war am 4. Januar 1937. Hier steht's. Verliehen vom Hamburger Senat. Kann ja möglich sein, Herr Doktor. Ist ja lange her, nicht? Ich gebe nicht viel auf so ein Stückchen Blech. Ja, ja. Tja, wie war das damals, Herr Doktor? Ja, wir fuhren raus nach, ich glaube nach Norwegen war das. Allmächtige Norwegen. Ich stand auf dem Vorschiff. Auf einmal, da hängt sich der erst an die Tute und fängt an zu tun, was das soll. Ja, ich gucke über die Reling und da haben wir so ein kleines Segelboot erwischt. Genau mittschiffs. Ich höre noch was schreien, sehe so was Weißes. Und da habe ich gedacht, nun mal los, Wilhelm. Ja, nur los, los, los. Ja, und los, da bin ich dann außenbord gejummt und da habe ich sie auch richtig zu fassen gekriegt. Ach, du lieber Himmel. War eine niedliche Deren. Bisschen dummerhaftig im Segeln, aber sonst. Hat die Deren sich denn nicht bei Ihnen bedankt? Ja, die hat ein mächtiges Theater gemacht mit meinem Lebensretter und so. Na ja. Aber davon wollte ich ja nichts wissen. Aber diese Lütte Deren war damals doch schon fast 40 Jahre alt. Ach, das kann doch wohl nicht angehen. Naja, und die hieß Magdalena Steinsieg. Ach so, die ist das? Ja. Sagen Sie mal, haben Sie sich noch gar nicht gefragt, warum wir eigentlich diesen alten Fall heute wieder aufwärmen? Nee. Nee? Das wollen Sie mir doch jetzt erzählen. Ja, ja, das wollte ich. Oh Gott, die Zeit drängt, die Zeit drängt. Als Testamentsvollstrecker der Witwe Magdalena Steinsieg, geborene Winter, kann ich Ihnen eröffnen, dass meine Klientin Sie, also Herrn Wilhelm Hamsen, zum Alleinerben eingesetzt hat. Die Erbmasse besteht aus dem Anwesen Hamburg-Blankenese Rutsch 1 und einem Barvermögen von 25.000 Mark. Das Anwesen enthält einen Garten von 1100 Quadratmetern mit altem Baumbestand sowie ein Einfamilienhaus erbaut im Jahre 1837. Die in dem Haus befindlichen Möbel sind durch Vermächtnis für das Seemannsheim Concordia e.V. 1864 bestimmt worden. Herr Hamsen, Sie können diese Erbschaft nun in einer Frist von 6 Wochen annehmen oder ausschlagen. Falls Sie sie annehmen, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie von dem Barvermögen so gut wie nichts erhalten werden, da dieses im Wesentlichen durch die Erbschaftssteuer draufgehen wird. Wilhelm!
Aber Anna. Jetzt haben wir ein eigenes Haus. Also bitte nur freu dich mal nicht zu früh. Warum denn nicht? Ja, ich weiß nicht, das klingt alles ganz schön, aber... Du, wie groß ist das Haus, hast du gesagt? Ich glaube 6 Zimmer oder so. Mensch. Ja, ich will dir ja die Freude nicht nehmen, Anna. Aber überleg doch mal, wenn das schon 1800 so und so viel gebaut ist, ist das doch schon ziemlich alt, nicht? Was wir da reinstecken müssen. Trotzdem, Wilhelm. Hast du mal überlegt, wie weit das ist? Blankenese. Das sind für mich, wenn wir da wohnen, sind das jedes Mal 15 Kilometer zum Hafen. Aber schau, ich meine, ja, ist natürlich richtig mit dem weiten Weg. Aber wenn das Haus so groß ist, dann können wir Opa zu uns holen. Na, und für ihn und die Kinder, da wäre das doch... Guck doch mal. Ein ganzes Haus ist doch viel mehr Arbeit als eine Wohnung. Und dann noch den alten Mann dazu. Also ich weiß nicht, mir wäre das viel zu viel für dich. Weiß ich auch gar nicht, ob Vater hier weg will. Frauen halt. Und was er mir mehr Arbeit macht, das hilft er mir ja auch. Ja, du kennst ihn doch. Halt mal deinen eigenen Kopf, ne? Au! Bist du denn hier? Entschuldigung, Vati. Ich will Mutti was fragen. Du, Mutti, kann ich zu Opa gehen? Was willst du denn bei ihm? Na, wir müssen doch mal unseren Dreimaster fertig machen. Na ja, meinetwegen, aber renn nicht wieder bei Rot über die Kreuzung. Fiete? Ja? Sag bitte Opa, er möchte mal rüberkommen. Dein Vater und ich, wir haben was mit ihm zu besprechen. Ja, jetzt gehen wir gerade. Also für die Kinder wird es natürlich ein Paradies. Das war es bei uns zu Hause auch. Immer an der schönen frischen Luft. Das tut uns allen gut, das ist sehr gesund. Also ich finde, krank sind wir ja auch nicht gerade. Aber na ja, wenn du das so sagst. Bestimmt, Wilhelm. Du und so ein eigener Garten mit ein paar Obstbäumen und einer kleinen Bank. Und stell dir mal vor, wie gut die Wäsche riecht. Was denn für Wäsche? Ja, unsere natürlich, die ich zum Trocknen aufgehängt habe. So, du halt mal den Maske. Aber vorsichtig, du Durchbarre. So, nun ein bisschen Pragmatismus. So, und nun lassen wir das mal ein bisschen trocknen, ne? Ach, Opa. Na, Majung. Mutti sagt, du sollst mal rüberkommen. So, was ist denn? Weiß nicht. Das hat Mutti denn gar nichts gesagt. Nee, die sind so komisch. Oh, dann wollen wir mal, ne? Du, ärger ihn nicht immer. Lass das nach! So, also, tschüss, tschüss. Ich bleib nicht lange. Juhu, ein Haus mit Garten, ich krieg einen Hund, einen Hund! Mensch, Opa, ein Haus für uns alle. Also, Fiete, jetzt halt mal die Luft an, ja? Na, Anna, was denkst du denn? Ach, nix. Ich dachte bloß gerade an die arme Frau. Arme Frau? Was denn für eine arme Frau? Ja, die liegt jetzt auf dem Friedhof, ist tot und hat keinen Menschen. Wieso? Wenn sie auf dem Friedhof liegt, dann braucht sie doch keinen. Sei du still, gell? Weißt du, wo sie begraben ist? Nee, wieso? Ich finde, das Mindeste ist doch, dass wir das Grab pflegen. Woher weißt du denn, dass das keiner tut? Na, sonst hätte sie deinen Vater doch nicht als Erben eingesetzt. Das kann doch nur bedeuten, dass da sonst keiner ist von der Verwandtschaft. Eben. Also seid so nett und denkt ein bisschen an die Frau. Stirbt und macht ein Testament für uns. Umgekehrt, Anna. Nur erst hat sie Testament gemacht und dann ist sie gestorben. Ob vorher oder nachher, das ist doch ganz wurscht. Auf alle Fälle haben wir ein Haus in Blankenese. Das finde ich aber auch und das ist doch großartig, nicht? Und genau richtig für euch. Was heißt der für euch? Du kommst natürlich mit. Was natürlich kommt Opa mit, genau. Ganz klar. Lass mich mal hier. Nein, nein. Ach, Opa. Alte Bäume soll man nicht verpflanzen. Wieso denn, Vater? Wir haben das vorhin gerade überlegt. Das wird doch prima. Ja, schon, da brauchst du abends nein, nicht mehr wegzugehen. Zieht ihr Mann erst mal. Ich bin hier zu Hause. Frau Köster ist auch an mich gewöhnt. Und hier sind alle die alten Jungs. Der Stammtisch. Weißt was, Vater? Wir gucken uns das erst mal an. Kommst mit? Ja, das will ich. Unbedingt. Das da? Weiß ich doch selber nicht. Mensch, Wilhelm, ich bin so aufgeregt, ich kann dir das gar nicht sagen. Guck, da oben. Da wollte Mutter immer wohnen. Ja, Vater, du kannst das ja jetzt haben, ne? Bitte verzeihen, Herr. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach dem Rutschweg komme? Aber selbstverständlich, da gehen Sie da runter und dann gehen Sie da hoch und dann gehen Sie da über die Treppen. Ja, genau, das finden Sie ab. Ja, das ist ja gut. Ja, ich habe gesagt. Ja, danke.
Ich komm schon. Ach, die Treppen. Nun kommt schon. Bisschen schneller. Hier steht schon Rutsch. Hier müssen wir hoch. Da, Rutsch. Na, nun bin ich aber neugierig. Oh. Ich hab dir das ja gleich gesagt, Willem. Dem Blankenese nichts als Treppen. Opa, bei uns musstest du doch auch die ganzen Treppen im Haus raufsteigen. Das stimmt schon. Aber allmählich wäre das auch ein bisschen viel. Ja, was hab ich dir gesagt? Ist zu viel. Und 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nur mal los, Vater. Wer rastet, der rostet. Oh, nicht? Du hast gut schnacken. 88, 89, 90. Bis hierhin sind schon 90. Ach, nee. Hinners. Da ist ja doch ein bisschen mehr als bei euch. Ach komm, Opa, lass mal. Ist ja nur noch bis da oben. Ja, von oben herab wären es viel weniger Treppen gewesen. Malzen, da, Doktor. Malzen. Mein Vater. Malzen, ja, da, Malzen. Ach, ja, wenn Sie möchten, können wir sofort mal sehen. So, bitteschön. Wilhelm, du, das ist ja viel schöner, als ich mir es vorgestellt habe. Ja, aber gnädige Frau, kommen Sie doch. Wie ich sagte, herunter geht's leichter. So, darf ich bitten, halt! Vielleicht wär's doch besser, zunächst einen Blick in den Garten zu tun, bitte. Wie Sie sehen, Obstbäume en masse. Und hier eine niedliche kleine Pergola. Hier Rosenbeete in rauen Mengen. Wenn es bitte einen Blick hinaufzuwerfen in die Fenster des oberen Stockwerkes. Hier ist noch ein Hintereingang. Und hier hätten wir dann den Elbblick. Ja, Herr Doktor, das sieht ja alles ganz anders aus, als man sich das so vorgestellt hat. Ja, ja, Sie müssen wohl sagen, ist mir genauso ergangen. Beim ersten Mal. So, und hier hätten wir dann die Rückansicht, ja. Ja, wenn es Ihnen recht ist, können wir es jetzt auch mal von innen ansehen. Wenn Sie mir also folgen wollen, bitte sehr, hier nochmal zurück. So, bitteschön, wenn ich vielleicht jetzt mal vorgehe. Aber bitte, ja, bitte, natürlich. Also hier hätten wir gleich einen etwas kleineren Raum. Sie sehen das nicht so interessant. Aber hier das Bad. Ja, das, ja, wenn Sie mich mal durchlassen. Möchten hier nun die Diele, die der Frau Steinsig auch als Essraum gedient hat. Ja, und die Treppe hier nach oben führt zu den drei kleinen Zimmern, die Sie auch von außen erreichen können. Ach, Sie werden es ja schon festgestellt haben. Hier ist das Schlafzimmer. Ja. Ja, und dort drüben dann die Küche. Du, die Küche, pass auf. Ja. Jetzt kommt die Küche. Hier. Und hier dann endlich schön. Der Wohnraum. Ach, wenn Sie doch mal das Wohnzimmer kommen möchten, bitte sehr. Ja. Ja, es sieht natürlich alles ziemlich trostlos aus, naja, weil es schließlich ausgeräumt ist. Nein, nein, Herr Doktor, Sie müssen entschuldigen, aber für uns ist das natürlich ja, alles sehr neu und überraschend. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen könnten, ich habe noch einen anderen Termin und Sie werden ja ohnehin etwas länger hierbleiben wollen. Nicht? Ach so, um Gottes Willen, ja, die Schlüssel, Herr Harmsen. Ich nehme an, Sie finden sich jetzt auch allein zurecht. Wenn Sie so nett sein wollen, mich morgen oder auch übermorgen mal anzurufen, ja? Ja, auf Wiedersehen, Doktor. Ja, Wiedersehen. Na. Mann, ich werd verrückt! Mutti! Wilhelm! Wilhelm! Oh, Opa! Mensch! Aber, ist das schön hier? Schön wäre es, wenn wir uns endlich hinsetzen können. Doch. Na komm, Vater, wir setzen uns erstmal ein bisschen raus, nicht? Ja. Ja. Mal sehen, wie wir überhaupt rauskommen, nicht? Ah, ja. Jesus! Wie
Wilhelm, schön ist das hier, ha? Ja, aber... Was arbeitest du denn nun schon wieder, Wilhelm? Du hast auch immer was. Sieh mal, Vater, das ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst, nicht? Aber schau, Wilhelm, ich meine, von sowas haben wir doch immer geträumt und ich weiß nicht... Ja, eben. Und ich auch nicht, Anna. Vati! Du, Vati, das ist ein toller Garten. Mhm, Haufen Arbeit, nicht? Und zum Geburtstag wünsche ich mir einen Hund. Einen Hund? Ja, wo wir doch jetzt einen so schönen Garten haben. Und er könnte ja auch das Haus bewachen. Und ich meine, ein Hund ist doch... Fiete, erstmal haben wir das Haus noch nicht in den Garten und zweitens mal, wenn wir das haben, dann haben wir so viel Arbeit damit, dass wir auf einen Hund zunächst bestimmt verzichten können, ja? Ja. Wille, du kommst mir vor wie einer, der das große Los gewonnen hat und das nun gar nicht will. Vater, nur guck doch. Aber Mensch, Jung, das ist doch ein richtiges Vermögen. Das Haus und das schöne Grundstück in Blankenese. Ja, Vater, eben drum. Hast mal überlegt, wie viel das wert ist? Wenn wir den ganzen Plünd verkaufen, dann können wir uns leicht irgendwo ein schönes, praktisches, modernes, neues Haus kaufen. Und haben nicht so viel Arbeit damit. Du meinst es ja gut, aber Arbeit, das hast du doch auch mit deinem neuen Haus, so oder so. Sag mal, Anna, hast du jetzt mal genau angesehen, was wir da reinstecken müssen? Ist ja hübsch, ja. Aber hast du mir überlegt, so hübsch, wie es uns so da ist? Findest du heutzutage gar keinen Handwerker dafür? Hast du die Mauern gesehen, wie schief die sind? Schließ doch keine Türen, kein Fenster mehr hin. Ja. Todi, du sag doch mal selber, was würdest du tun, wenn plötzlich einer käme und dir sagte, ich schenk dir ein Haus in Blankenese? Was sagt der? Oder sagst du dir, ich schenk dir ein Haus in Blankenese? Zu mir? Ja. Ein Haus in Blankenese? Ja. Dem würde ich sagen, mein Junge, geh mal nach Hause und schlaf dich aus. Du hast wohl ein Knall zu viel. Nee, Todi, im Ernst, Prost. Prost. Der schenkt dir ein Haus in Blankenese. Also dir hat jemand... Moment mal, nun trinke ich doch einen mit. Bitte. Prost, Wilhelm. Prost, Rudi. So, nun mal langsam. Wie war das? Ja, du, ich habe da vor 30 Jahren, da habe ich meine Frau aus der Elbe rausgeholt. Und die hat mir das vermacht. Das Haus vermacht? Ja, da kam so ein Rechtsanwalt, hat mich zu sich bestellt und dann hat er mir das ja eröffnet, ne? Und du? Ja, jetzt waren wir da und haben uns das angeguckt. Und du? Alles ganz hübsch und alt und endlich mal raus aus der Stadt und schöner Garten oben über der Elbe. Mann, Wilhelm, du bist schon ein Glückskind. Erbt der Junge ein Haus? Du, lebt die Frau denn noch? Nee, die ist tot. Aber du sagst doch, du hast sie gerettet. Ja, damals, Trudchen, damals, vor 30 Jahren. Jetzt ist sie tot. Sonst hätte sie mir jetzt ja nicht vererben können, ne? Tja, und wenn du sie nicht gerettet hättest, dann hätte sie dich nach 30 Jahren sterben können und dir ein Haus vererben. Nee, wenn die damals gestorben wäre, dann hätte sie gar nicht gewusst, dass ich sie gerettet habe. Komm, Wilhelm, darauf trinken wir doch ein. Also gut, Anna, du hast recht. Ja, ich finde auch, dass es das Beste ist. Ziehen wir eben nach Blankenese, ne? Ach, Wilhelm! Oh, danke! Du bist geschafft! Ja. Du, das wird Opa sein. Versuch ihn zu überzeugen, bitte. Und ich sag dir es noch mal, mir wird's bestimmt nicht zu viel. Das bin ich endlich vernünftig von euch. Da gehört ihr auch hin. Was heißt denn hier? Du kommst natürlich mit. Wir haben das mittlere Zimmer mit der Aussicht auf die Elbe. Das ist genau richtig für dich. Hab mir das noch mal überlegt. Das ist nichts. Aber Vater, hör doch mal zu. Nein, nein, das könnt ihr mich gar nicht beeinflussen. Ich will das nur wieder. Thompson? Ja? Nein, hier ist die Tochter. Einen Moment bitte. Kaffee ist für dich, ein Herr Balsen oder so. Ja, Hansen? Oh, guten Abend, Herr Doktor. Nein, aber... Das ist Dr. Malzen. Na ja, selbstverständlich nehmen wir ihn. Wir wollten ja sowieso ein...
Ja, Herr Doktor, herzlich gern, selbstverständlich, wenn wir eingezogen sind, nicht? Ja, auf Wiedersehen. Ja, will ich ausrichten, Herr Doktor, Wiederschauen. Uff. Was war denn nun? Wann hast du Geburtstag? Oh, schon bald. Na du, in knapp 6 Monaten, wenn's recht ist. Hast du nicht gesagt, du wünschst einen Hund zum Geburtstag? Ja. Kannst du jetzt kriegen. Ja, ich krieg ihn. Wieso denn wieder das Hund? Aber doch nicht für sich alleine. So ein Haus und Hof. Hast du ihn doch mal bei der Tierhandlung geerbt? Also beim Dr. Meister hat er alles mit mir. Er hat gesagt, er hat das nur vergessen. Zu dem Haus gehört ein kleiner Hund. Was hat er denn gehabt? Was ist denn für einer? Was das für eine Rasse ist denn? Das hat er nicht gesagt. Haben wir gar nicht danach gefragt. Wann haben wir denn das Vergnügen? Ja, wenn wir drin sind im Haus. Du, Opa? Na, was denn? Ich brauche noch eine Steckdose für den Plattenspieler. Tja. Kannst du mir sowas hinmachen? Wollen wir sehen, ne? Warte doch erst mal, bis die Möbel drin sind. Och, Mutti, dann geht der ganze Dreck ja wieder von vorne los. Hast du es gehört, Opa? Was denn, mein Junge? Ich habe 3-mal ganz lang geklingelt, an der Klingel oben. So, ich habe aber nichts gehört. Da müssen wir ja mal nachsehen, ne? Guten Tag. Guten Tag. Sie sind wohl die Neuen. Die Neuen? Ach, wissen Sie, jedes Mal, wenn ich so in den Spiegel gucke, dann denke ich, so ganz neu bist du nicht mehr. Sie sind aber gediegen. Ich meine die neuen Mieter. Mieter? Nee, das sind wir nicht. Nicht, ich dachte. Das dachte ich mir. Ich dachte, das Haus wird jetzt vermietet und... Nein, das ist ja nun ganz anders. Gestatten Sie, Hamsen, Lotse in Ruhestand. So, Lotse, ich bin Frau Ebers. Mein Mann war Kapitän. Ich bin Witwe. So, so, Kapitän. Mhm. Wohnen Sie denn da? Ja, da wohne ich. Denn sind wir ja Nachbarn. Wir haben dieses Haus geerbt. Geerbt? Frau Steinsieg hat Ihnen das schöne Haus... Vererbt. Sie hat es meinem Sohn vererbt, müssen Sie wissen. Vererbt? Aber man vererbt doch nicht einfach so ein schönes Haus... an Fremde? Mann, nee. Aber Frau Steinsieg, mein Sohn hat ihr mal das Leben gerettet. Ihr Sohn, Frau Steinsieg? Ja, er hat sie vor dem Tode des Ertrinkens bewahrt. Ach, das kann ja wohl nicht angehen. Davon weiß ich ja gar nicht. Ja, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? Los, rauskommen! Was macht ihr denn da? Ja, gar nichts. Haha, ihr seid vielleicht witzig, das ist unser Garten. Wohnen die denn jetzt hier? Klar. Nun dürfen wir gar nicht mehr spielen. Verstandig hat uns das immer erlaubt. Vielleicht, aber dann müsst ihr mich vorher fragen. Ha, wir brauchen euren Garten gar nicht. Wir haben doch am Strand ein Lager. Ein Lager am Strand? Ja, am Strand. Das ist klasse. Wenn ihr ein Lager am Strand habt, wofür braucht ihr in unseren Garten? Na, wir haben hier noch ein Lager. Ein Lager? Was für ein Lager? Da. Wofür braucht ihr denn das? Na, für unser Feuer. Für was für ein Feuer? Mensch, du kommst doch vom Dorf. Für das Feuer am Strand machen wir jedes Jahr. Und wer das beste Feuer hat, der ist der Beste. Haben die Piraten schon gemacht, vor 1000 Jahren. Vor 1000 Jahren? Ja, oder so. Jedenfalls sammeln wir schon seit Weihnachten und die alte Frau hat uns das erlaubt. Ja, wir dürfen den ganzen Kram hier verstecken. Und wenn ich euch nur erlaube, den Kram hier weiter zu verstecken, zeigt ihr mir dann euer Lager am Strand? Ja, das kommt darauf an. Wenn wir in euren Garten spielen dürfen, dann zeige ich dir auch das Lager. Aber du musst dir die Augen verbinden lassen. Die Augen verbinden? Wozu denn das? Mann, verstehst du denn nicht? Ihr müsst mir die Augen verbinden, damit ich den Weg nicht wiederfinden kann. Das wird immer so gemacht. Hat einer von euch ein Taschentuch? Ja, ich hier. Krüger, gib mir noch mal den Willem. Also hört zu, ihr geht raus. Der 12er, der 15er und der 21er. Ja, gib mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Willem, hast du nicht Lust, deinen Sohn reinzubringen? Na klar, Kröger, das machen wir. Jungs, schmeißt mal die Leinen los! Ja, guck wie!
müsst ihr das Zeug eigentlich verstecken? Damit sie es uns nicht klauen. Wer? Wer? Na, die von Falkenstein natürlich. Die sammeln ja auch schon seit dem Herbst. Seid ihr beide denn ganz allein? Nö, wir sind eine ganze Masse. Wartet mal. Das ist doch... Du hast wohl noch nie einen Frachter gesehen. Quatsch, Mann. Das ist doch die Uganda. Da fährt mein Bruder drauf. Na und? Danke. Sieht schön aus. Was ist das? Das ist Blankenese. Aha. Mensch, mein Vater! Mein Vater! Hey, habt ihr nichts zu tun da oben? Nee, dafür haben wir unsere Schlepper! Jetzt würde ich Sonne nicht bekommen. Denk, weil da oben stehst, kannst du einen Halbmann wachsen. Was machst du denn hier auf der Elbe? Ich denke, du bist draußen in Cuxhaven. Ich werde auch noch euer feines Schiff einbringen dürfen. Na fein, dann mach mal! Ist deine Mutter auch so nett wie dein Vater? Ja, und außerdem doch aus Bayern. Du Mutti, hast du es gesehen? Karl ist eben da unten vorbeigefahren. Ja, wir haben vielleicht gewinkt wie die Verrückten. Darf ich in den Hafen fahren und ihn abholen? Ja, lauf zu ihr. Bitte? Ja? Hast du denn Geld? Nö. Ja, dann hol mir mal meine Handtasche. Herr Hansen! Ja? Kuddel! Hallo, Fiete! Junger Mann, bitte an Bord kommen zu dürfen. Danke, Bruder, ist gut. Na, Luther, was machst du denn hier? Ich will dich abholen. Hast du uns vorhin gesehen? Nee, wo soll ich euch gesehen haben? In Blanke... Das darf ich dir eigentlich gar nicht sagen. Das soll nämlich, weißt du, das soll eine Überraschung für dich werden. Ja, dann mach halt das mal schön für dich. Du Kuddel? Ja? Das ist nämlich, das ist... Der Vati wird dir nachher sagen, dass wir ein Haus geerbt haben. Was denn für ein Haus? Na, das ist es ja gerade. Das darf ich dir eben nicht sagen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Kann man euch nicht mal 2 Monate allein lassen? Bist du fertig, Charlie? Nein, ich brauche noch einen Moment, Olaf. Gehen Sie mal nach Hansen. Ich mache das schon für Sie. Vielen Dank, Herr Wilms. Und wenn was sein sollte, Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Ja, klar. Komm. Das hier ist noch ein Hansen, der Fiete. Guten Tag. Tage, Hansen. Torkelsen. Sehr angenehm. Du brichst ihm mal keinen ab. Noch bist du nicht mit einer Prinzessin verheiratet. Sind wir hier? Oder da? Ach komm, das können wir uns doch besser direkt angucken. Gehen wir mal darüber. Ja. Also hier ist der Freihafen mit den ganzen Werften und den Docks, wo die Schiffe gebaut und repariert werden. Oh, Verzeihung, Fräulein. Absicht, Entschuldigung. Komm, lass uns hier weggehen. Die sind ja betrunken. Die putzt zu Hause. Ach so. Geh doch nach Hause, du hast hier gar nichts zu suchen. Komm jetzt. Dann geh mir mal rüber. Komm mal, los, komm her. Was hast du gesagt, du halbe Portion? Warte mal. Charlie, lass das, muss das sein. Kannst du nicht einmal 2 Leute sich schlagen lassen, ohne dabei zu sein? Doch, Olaf, aber hier geht's nicht anders. Ist was? Guck dir das an. Wohl frech werden. Mach sich hier mordig. Lassen Sie den Mann los. Gottes Ach Willen, nee. Gleich was. Hast du das gehört, Bruno? Ist was. Kleiner. Lassen Sie los. Ich soll dich loslassen. Jetzt lass mich! Au! Au! Alles klar? Oh. Helft mal eurem Kameraden, ja? Komm. So, jetzt komm schnell weg hier. Kommen Sie, gemütlicher wird's hier nicht mehr. Dankeschön. Das war sehr nett von Ihnen. Das war doch selbstverständlich. Mensch, Karl, prima. Oh, Charlie. Thank you so much. Thank you, Mister. Oh, it doesn't matter. Huh? Andere das um. Ah, thank you very much. Thank you. That's for you and that's thank for you. Thank you, thank you. Viel Spaß noch in Hamburg. Danke, danke schön. Ja, tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja, oh, bitteschön. Alles Gute. Aber das war doch gern geschehen. Das war wirklich tschüss. Nett bei Ihnen. Das war doch selbstverständlich. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß auch.
Karl, das geht doch nicht. Die wollten doch sicher nur einen Höflichkeitsbesuch machen. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber die wollten ja unbedingt helfen. Das ist aber auch das erste Mal, dass eine deiner Schlägereien zu was Vernünftigem geführt hat. Ja. So, Opa. Ich glaube, wir haben's. Ja. Super, Hansen, das wär's. Bleibt der Sessel hier? Nein, nein, der muss auch mit. Ah, ja. Ich hoffe, tut mir leid, Opa. Aber nur ist es soweit. Oh, das sehe ich auch nicht, Anna, mein Herr. Wir kommen sofort runter. Komm, Opa. Du machst dein Gesicht, als ob wir auswandern würden. Ach, das ist schon mal bloß. Verstehe dich ja. Mir geht's ja genauso. Willst nicht doch mit uns kommen? Nee, mein Herr. Alte Bäume soll man nicht verpflanzen. Noch, wo es hingeht, Herr Hansen. Nee, ich war noch nicht da, aber du musst es doch wissen. Ja, sicher. Warum denn? Ich sehe nämlich gerade, dass ich tanken muss. Mensch, Karl, guck mal, wer da ist! Mensch, Werner! Hey, Ulla, Karl! Was macht ihr denn hier? Wir ziehen um. Was denn? Hier nach Blankenese? Hm? An Rutsch. Wo ist denn das? Richtung Sülberg, Rutsch 1. Soll ich euch helfen? Ich bin in einer halben Stunde fertig. Na klar, wenn du Lust hast. Ja. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen klönen. Wir haben uns in der Ewigkeit nicht mehr gesehen. Okay, machen wir. Gut. Wirst schon finden. Ja. Nur die Treppen runter. Tschüss. Tschüss. So, das wär's dann, ne? Soll ein Kapitän sein? Mit Sonnenmöbel? Und die Frau ist auch noch aus Bayern. Was hatten wir doch früher für eine feine Kundschaft in Blankenese? Das wird ja von Tag zu Tag schlimmer. Komm, Hans, du kennst die Leute doch noch gar nicht. Bloß weil der mal der alten Frau Steinsig das Leben gerettet hat. Deshalb passen die doch noch lang nicht hier zu uns nach Blankenese. Dankeschön, die Herren. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Dankeschön. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Nett, dass Sie uns geholfen haben. Wiedersehen. Das sieht man. So, Kinder, jetzt kriege ich ja auch erstmal ein Bier. Wo gibt's denn ein Glas für Abend? Ach, danke, Werner. Heute geht's ohne. Machen wir auch, Fiedel. Prost zusammen. Prost. Prost! Seid ihr auch so schön müde? Kann man nur sagen. Nützt aber nichts, Kinder. Die Betten müssen wir wenigstens noch machen. Wir müssen ja irgendwo schlafen. Lass mal Mutti ruhig dich aus. Ich mach das schon. Namen, Vati! Hübsch gemütlich ist hier. Hallo, mein Junge. Na, wie gefällt dir denn hier? Na, prima. Nein, Anna, entschuldige. Nein, komm nicht früher. Das macht gar nichts. Wir haben dich überhaupt nicht gebraucht. Den Werner kennst du ja noch. Danke, haben Sie. Hallo, Werner. Na, du hast ja auch verändert. Ich hab vielleicht einen Betrieb hier. Die beiden da unten habe ich gar nicht erkannt. Hier, Vati, auch ein Bier? Jo, geh mal her. So. Ach, mir fällt was ein. Was nun nur so schreist denn so? Na, heute ist doch unser Feuer. Was ist? Na, unser Feuer. Was für ein Feuer? Wo brennt's denn? Na, unten am Elbstrand. Ihr müsst alle schnell mitkommen. Ja, wunder, dann mal los. Boah, ist das aber heiß hier. Ja, ja. Ja. Guck mal, das ist alles zu viel rüber. Opa. Ja, Vater, was machst du denn hier? Oh, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen. Könnt ihr solch alten Kerl wie mich denn noch gebrauchen? Ja, natürlich, Opa. Und wie wir dich brauchen können. Guck mal da.
alles extra für dich. Oh. Klar, im Freudenfeuer. Ihr wollt doch einen alten Mann nicht erzählen, dass das extra für mich gemacht ist. Du sag, wo hast denn eigentlich dein Gepäck? Das, die noch auf dem Bullen. Du, na, dann wollen wir es mal holen. Ja. Und hinterher, da trinken wir uns denn hier einen zur Begrüßung. Ja, ja. Jetzt ist mir besser. Wer ist denn das nur? Ich mach schon mal auf. Ja, wer kann denn das sein? Es weiß doch niemand, dass wir hier wohnen. Herr Dr. Malsen. Herzlich willkommen im neuen Heim. Oh, danke schön. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheitsglück und Erfolg. Natürlich, und einen guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Ich störe doch nicht. Aber nein, Sie stören ja nie, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie mal Platz. Ja, einen kleinen Moment jetzt vielleicht. Ich habe nämlich noch jemanden mitgebracht. Was? Das ist Hannibal, Ihr neues Familienmitglied. Hannibal. Hört auf Hanni. Mutti? Na, ich dachte, du wolltest einen Hund. Na, Hannibal, willst du mein Hund sein? Juhu! Bring ihn mal her, Tüte. Bring ihn mal her. Komm doch mal her.